Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich bin jetzt von meinem Urlaub wieder zurück und das ist jetzt das erste Orakel seit 2 Wochen. Also ich war jetzt 2 Wochen auf Urlaub, bin natürlich erholt oder komme natürlich erholt wieder zurück und habe mir natürlich in meinem Urlaub ein paar Dinge überlegt, auch für die Zukunft, wie ich in Zukunft auch die Orakel gestalten möchte. Und für alle, die schon länger zuschauen, ist ja montags oder war montags immer der Tag, wo eben ein Dualseelen-Wochenorakel stattgefunden hat. Das wird sich jetzt in dieser Form jetzt ändern, indem ich nicht mehr speziell ein Dualseelen-Wochenorakel mache, sondern ein allgemeines Liebesorakel für alle. Ja, also nicht nur für Dualseelen, sondern auch für Seelenpartner, für ganz normale Partnerschaften, weil ich finde, dass heutzutage wirklich auf jedem zweiten YouTube-Kanal gibt es ein Dualseelen-Orakel und ja, es wird einfach in der heutigen Zeit sehr schnell das Thema Dualseelen verwendet. Viele jagen auch der Dualseele hinterher, die laufen auch einer Illusion hinterher. Ja, also das kann man natürlich nicht wegdenken, ja, weil egal, mit dem ersten Rückzug, ja, wird leider Gottes gleich darauf gedacht oder das Wort Dualseele in den Mund genommen, ja, und es steckt einfach nicht hinter jeder schwierigen Verbindung eine karmische Partnerschaft, eine Zwillingsflammenpartnerschaft und deswegen möchte ich mich auch ein bisschen vom Thema Dualseelen da hier ein bisschen einschränken, ja, weil ich natürlich nicht ganz weg vom Thema Dualseelen, sondern einfach auch nicht nur den Fokus auf das Dualseelenthema legen. Ja, weil ich denke, das ist auch nicht wahnsinnig förderlich, hier immer wieder auch nur zu schauen, ja, was von außen passiert, ist es womöglich die Dualseele und eben einfach nicht gleich, wenn es schwierig ist, das Thema Dualseelen in den, also das Wort in den Mund nehmen. Ja, und mit diesen allgemeinen Orakeln, kann man sich hier zwar, wenn es jetzt sich um ein Dualseelenorakel handelt, sich wiedererkennen, ja, aber das heißt noch lange nicht, dass dein Gegenüber wirklich deine Dualseele ist. Ja, und es ist einfach so, dass sich sehr viele, und das habe ich auch in der Beratung gemerkt, ja, Dinge schönreden, beziehungsweise, wie soll ich sagen, ja, zu übereifrig und zu schnell sich mit dem Thema Dualseelen, Zwillingsflammen, ist ja egal, wie man es nennt, auseinandersetzen. Und da kann es durchaus sein, dass man einfach auch mal einer Illusion hinterherläuft. Nur wenn man sich jetzt gerade in dem einen Buch wieder erkennt, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt tatsächlich bei dir auch der Fall ist. Ja, und wir sind nun mal alle Menschen und Menschen können sich auch gewisse Dinge einreden oder schönreden. Ja, und deswegen möchte ich eben jetzt diese Wochenorakeln, ja, nicht speziell für Dualseelen oder für Seelenpartner richten, sondern allgemein. Ja, also dass hier jeder schauen kann, könnte das jetzt diese Woche auf mich zutreffen oder Ende der Woche siehst du ja dann, ob gewisse Themen auch sich gezeigt haben. Ja, also hier möchte ich eben, wie gesagt, das nicht mehr nur auf Dualseelen legen, sondern generell allgemein eine Liebestendenz für die kommende Woche. Und da sieht man eh, was zutrifft, was vielleicht auch schon passiert ist. Ja, oder dass vielleicht mal eine Woche dabei ist, wo eben keine Botschaft für dich vorhanden ist. Und dazu für die Einführung dieses Orakels habe ich mir überlegt, eine Aktion zu starten, wenn du für dich individuell so eine Legung buchen möchtest. Ja, da bekommst du diese Legung so, wie sie hier ist, entweder als Video statt 30 Euro um 20 Euro und per Mail statt 20 Euro um 15 Euro. Da bekommst du diese Legung, wie es mit dir und deinem Wunschpartner, deinem Seelenpartner, egal wem, ja, dein Herzensmensch sozusagen, wie es
da weitergeht, mit was du als nächstes rechnen kannst, was hier auf dich zukommt. Denn das ist hier ein allgemeines Orakel. Es kann sein, dass es auf dich zutrifft, muss aber nicht. Und wenn du für dich eine Legung möchtest, da schaue ich auf dich und deinen Wunschpartner oder deinen Partner. Ja, das kann ja auch, wenn du in einer Partnerschaft bist, sind ja solche Legungen auch interessant. Ja, nicht immer nur Wunschpartner. Es gibt ja auch Menschen da draußen, die in einer stinknormalen, unter Anführungszeichen, Partnerschaft sind. Und die wollen halt auch gerne wissen, ja, was so auf ihnen zukommt. Und für die ist natürlich auch so ein Orakel sehr interessant. Wie gesagt, dieses Orakel bekommst du für dich jetzt zum Sonderpreis. Diese Aktion ist nur bis kommenden Freitag, den 22. September gültig. Ab Samstag gilt dann wieder der Normalpreis. Wo ihr diese Legung buchen könnt, habe ich euch in der Infobox verlinkt. Und ja, ich starte los. Ich habe hier jetzt ein 9er-Blatt ausgelegt mit dem Fairy Lenormand. Da schauen wir uns eben die allgemeine Tendenz an, was dich erwarten könnte. Dann habe ich dir noch eine Botschaft gezogen aus dem Kartendeck Weisheitskarten für Lebensentscheidungen und eine Botschaft aus dem Kartendeck das Seelenpartner-Orakel. Und da bekommen wir eben zusätzlich noch Botschaften, aber jetzt schauen wir uns an, wie die allgemeine Tendenz in der Liebe aussehen könnte. Es kann sein, dass du dich zu 100% wiederfindest, wenn du vielleicht schon aktuell in dieser Situation bist, oder es zeigt sich zu einem späteren Zeitpunkt eben vielleicht diese Legung. Ja, das ist ja dann, sieht man ja dann, was sich ergibt. Und jetzt schauen wir uns mal das Hauptthema an, das ist die Karte in der Mitte. Und da geht es um das karmische Kreuz. Das karmische Kreuz, da brauche ich glaube ich nicht viel dazu sagen, da geht es einfach um eine Lernaufgabe, um etwas Schicksalhaftes. Natürlich sind so Lernaufgaben nicht immer einfach, die können auch mal belastend sein. Ja, also das brauchen wir alle nicht schönreden, dass gewisse Themen nicht immer leicht sind. Drehen wir die weiteren Karten um und da ist die weibliche Hauptperson gefallen. Das kannst jetzt du sein oder dein Gegenüber. Vielleicht zeigt sich ja oder liegt hier noch eine andere Personenkarte. Dann haben wir die Sterne. Die Sterne stehen für die Klarheit. Also das ist schon mal sehr gut. Diese Person schaut in die Klarheit rein. Klarheit ist natürlich immer gut. Dann haben wir die Fische, die stehen auf der einen Seite für die Finanzen, aber da wir ein Liebesorakel haben, würde ich die Fische jetzt eher für die Seelenebene deuten. Also hier Klarheit auch auf Seelenebene. Das würde auch hier mit dem karmischen Kreuz zusammenpassen. Ja, dass das hier auch eine karmische Verbindung ist, eine schicksalhafte Verbindung, aber auch auf Seelenebene kommt hier Klarheit. Und das ist, glaube ich, das, was sich jeder wünscht. Oh, dann haben wir noch den Mond für die Gefühle, für die Anerkennung. Man wird sich also auch seiner Gefühle klar. Das ist sehr, sehr interessant. Dann schaut das Herz für die Liebe. Da glaube ich, brauche ich nicht viel dazu sagen. Es ist hier also eine karmische Liebe, eine schicksalhafte Liebe. Und darüber wird man Klarheit bekommen. Entweder du, aber bei dir glaube ich es eher weniger, weil du wirst vielleicht schon etwas ahnen, sonst eben dein Gegenüber, das ist egal, ob männlich oder weiblich, in der privaten Beratung wäre das eine Frau, ja, aber wir haben ja ein allgemeines Orakel, dann kann das eben auch einen Mann repräsentieren. Auf jeden Fall kommt hier schicksalhaft die Klarheit rein, man wird sich über die Gefühle klar, die Liebe, ja, zwischen euch beiden vertieft sich immer mehr, das ist eine Seelenliebe auch und die Fische stehen ja auch dafür, dass sich etwas vertieft, nämlich die Liebe, die Gefühle, das ist schicksalhaft so gewollt, auch wenn es hin und wieder mal anstrengend ist, aber ich finde es toll, dass hier die Klarheit liegt und da braucht man glaube ich nicht viel dazu sagen, es kommt in diese Verbindung Klarheit rein, man wird sich hier quasi auch klar über die Gefühle, die sich immer mehr vertiefen. Oh, schaut mal, dann haben wir noch die männliche Hauptperson, also das ist eindeutig, hier bist du und dein Gegenüber gefallen, das ist jetzt egal, ob du das bist oder du das bist. Ja, auf jeden Fall handelt es sich hier um dich und um deinen Partner oder Wunschpartner.
Ja, dieser Mensch, den du im Herzen hast, dieser Mensch denkt übrigens schon an die Gefühle, an die Emotionen zu dir. Ja, diese Person tritt das Ganze irgendwie noch mit den Füßen. Also kann man hier schon sagen, dass hier das eher derjenige ist, der sich vielleicht noch gegen diese Liebe, gegen diese Verbindung wehrt. Ja, aber diese Person schaut in die Klarheit rein und das ist, glaube ich, das, was man in so schwierigen, vor allem in diesen schwierigen Konstellationen, sich eigentlich wünscht. Dann haben wir noch den häuslichen Bereich, da geht es also um das feste Fundament, man wird häuslich, man legt sich fest. Ja, also hier geht es auch darum, dass man sich festlegt an jemanden oder mit jemanden. Und dann haben wir noch den Baum. Und Baum und Herz bedeutet für mich immer, das ist so eine Lebensliebe, die Liebe des Lebens. Wenn dieses Orakel für dich bestimmt ist, ja, und da möchte ich wirklich bitten, dass ihr auch den Kopf einschaltet. Wenn dir dein Wunschpartner zum Beispiel schon 100-mal gesagt hat, es interessiert ihm nicht, dann wird sich auch an dieser Legung nichts ändern. Du kannst es dir schönreden, dass diese Legung vielleicht auf dich passt, aber wie gesagt, da kann niemand hier die Verantwortung übernehmen. Das ist eine allgemeine Tendenz. Wenn dein Wunschpartner schon anklingen hat lassen, dass hier Gefühle da sind, kann es durchaus sein, dass diese Legung dann auch für dich bestimmt ist. Aber wie gesagt, da immer differenzieren, was ist jetzt die Realität? Wenn jetzt zum Beispiel dein Wunschpartner, es ist jetzt nur ein Beispiel, vor kurzem geheiratet hat, wird dann diese Legung nicht auf dich zutreffen. Denn das wäre ja nicht realistisch. Man heiratet ja jemanden oder man heiratet ja nicht, wenn man nicht vorhat, zusammenzubleiben. Okay, kann es vielleicht auch geben, aber ich denke, das ist eine große Ausnahme. Ja, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, dass man einfach hier auch wirklich den Kopf einschaltet und nicht mit der rosaroten Brille durch die Gegend läuft. Ja, und für alle, wo man wirklich auch merkt, dass der andere Gefühle hat, ja, weil er vielleicht schon sowas hat anklingen lassen oder weil man merkt, ja, wie er sich verhält. Aber wenn jetzt hier jemand ist, der immer wieder sagt, jetzt lass mich mal in Ruhe, ich möchte nichts von dir, dann wird diese Legung auch hier nicht auf dich zutreffen. Ja, das muss ich hier schon sagen, weil ich einfach nicht möchte, dass man hier einer Illusion hinterherläuft, sondern jeder ist für sich selber verantwortlich und muss auch differenzieren, ja, könnte das jetzt tatsächlich passen oder wäre das für mich ein Wunsch, ja, dass das ein Wunsch ist von dir, dass das auf dich zutrifft. Aber wie gesagt, wenn es auf dich zutrifft, ja, ist es auf jeden Fall eine karmische Liebe, eine Seelenpartnerschaft und hat auch Potenzial, eine Lebenspartnerschaft zu werden, die Partnerschaft fürs Leben. Und darüber wird man sich klar, ihr beide auch, ja, weil es liegen hier beide Personenkarten. Die Gefühle sind da, die Liebe, ja, also nicht nur Gefühle ist relativ, ja. Jemanden gern haben und jemanden lieben, das sind Gefühle, ja, aber jemanden gern haben und jemanden lieben, sind zwei Paar Schuhe. Aber hier geht es um die Liebe. Also das ist viel mehr als nur mögen oder gern haben. Da ist auf jeden Fall Liebe dabei, die wächst. Ja, die Liebe muss ja wachsen. Die entwickelt sich auch mit den Jahren immer wieder. Und da ist großes Potenzial da, um hier wirklich Klarheit zu schaffen, dass ihr beide euch klar darüber werdet, dass ihr in eine Partnerschaft gehen wollt. Es ist zwar hier noch nicht der Ring für eine Partnerschaft gefallen, ja, aber man sieht ja, das ist ja die nächste Entwicklung. Also es ist hier gut möglich, dass es in eine Partnerschaft gehen kann. Ja, denn man sieht hier keine einzige negative Karte. Und was ich vor allem toll finde, ist die Klarheit. Und die Klarheit ist immer wichtig, denn wer möchte denn schon in der Ungewissheit leben? Niemand. Ja, und hier kommt es schicksalhaft zur Klarheit, auch wenn das karmische Kreuz natürlich nicht immer leicht ist. Ja, karmische Dinge sind nun mal nicht immer einfach. Aber es sieht so aus, dass das überwunden wird, die schicksalhaften Belastungen. Ja, wie gesagt, zwischen euch beiden ist auf jeden Fall ein Gefühl da. Und darüber werdet ihr euch beide klar werden. Man wird hier etwas festigen, ein festes Fundament aufbauen und das Ganze
wächst und hat die Chance, in eine stabile und vor allem in eine Lebenspartnerschaft zu gehen. Das ist jetzt nicht so eine Partnerschaft für ein Jahr und das war's. Da ist schon Potenzial für mehr da. Und wenn du mit deinem Gegenüber schon zusammen bist, ja, eindeutig, da wächst immer mehr, da ist Liebe da, es ist eine Seelenpartnerschaft und da brauchst du dir keine Gedanken machen, ob dein Gegenüber Gefühle für dich hat, die hat dein Gegenüber auf jeden Fall, da ist Liebe, da ist ein Gefühl da und es geht eben weiter in den Wachstum. Und das ist natürlich auch für eine Partnerschaft sehr interessant. Schauen wir uns jetzt die Weisheitskarte der Seele an. Oh, da haben wir die schöne Karte geben und nehmen. Das ist natürlich wichtig in einer Partnerschaft. Es kann nicht immer nur einer geben und der andere nehmen. Das wird, glaube ich, jedem einleuchten. Die Balance zwischen geben und nehmen, man sieht ja hier wie diese Ballerina, ja, die versucht hier irgendwie die Balance zu halten. Ja, das sagt man ja von einer Balletttänzerin, man muss ja die Balance halten. Und die Dame versucht das hier. Und das ist für dich eine Botschaft, ja, dass du vielleicht jemand bist, der mehr gibt als zurückbekommt. Ja, dass du einfach hier auch schaust, dass du hier nicht auf der Strecke bleibst, in der Partnerschaft oder mit dem Wunschpartner, wenn zum Beispiel du diejenige bist, die sich immer und immer wieder gemeldet hat und von deinem Gegenüber sehr, sehr wenig zurückkommt, das ist natürlich ungesund. Es sollte im Leben die Balance rein. Es kann nicht immer nur einer geben und nehmen und das ist hier die Botschaft für dich. Kann es auch sein, dass du aus dieser Botschaft was anderes für dich und deine Situation rausnimmst. Vielleicht bist du derjenige, der vielleicht sagt, ja eigentlich hat mein Gegenüber schon mehr gegeben und ich eher nur genommen. Ja? Kann natürlich auch der Fall sein. Dann ist das für dich hier quasi ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass du hier, hier auch die Balance reinbringst. Und dann schauen wir uns noch die Seelenpartnerkarte an und hier haben wir: Sei in der Gegenwart und träume von der Zukunft. Wenn wir träumen, ist alles möglich. Und das ist auch so die Balance, ja? Schon in der Gegenwart leben, aber auch von der Zukunft träumen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du jetzt nur mit der rosaroten Brille durch die Gegend laufen sollst. Ja, das habe ich ja früher gesagt, das ist ja nicht gut. Das bringt dir ja nichts. Hier ist auch wieder die Balance zwischen Gegenwart und schon von der Zukunft träumen, denn jeder hat Pläne für die Zukunft, jeder. Und da gilt es einfach auch, die Balance zu halten, zwar in der Gegenwart leben, ja, weil wir leben nun mal im Hier und Jetzt, wir wissen alle nicht, wie sich die Zukunft entwickelt, denn auch eine Kartenlegung ist nur eine Tendenz. Jeder hat sein Leben selbst in der Hand. Viele sagen, wenn die Karten jetzt sagen, das und das, oh mein Gott, ich bin da jetzt ausgeliefert. Das ist niemand. Jeder hat sein Schicksal selber in der Hand. Und hier geht es einfach darum, in der Gegenwart zu leben, aber auch von der Zukunft träumen. Ja, jeder hat Vorstellungen, auch für die Partnerschaft. Wenn du zum Beispiel einen Wunschpartner hast, der partout nichts von dir wissen möchte, kann ich mir nicht vorstellen, dass du oder dass es dein Ziel ist, ja, für die Zukunft hier weiterhin festzuhalten. Ja, da liegt es einfach auch an dir zu sagen, okay, das ist einfach nicht möglich, ich lasse denjenigen los, weil derjenige einfach kein Interesse hat. Ich habe andere Interessen und ich handle nach meinen Interessen für die Zukunft. Ja, und da geht es einfach wirklich darum zu schauen, was jetzt in der Gegenwart passiert. Man kann zwar schon von der Zukunft träumen, das sollte man ja auch. Seine Pläne dann auch verfolgen. Aber hier geht es wirklich darum, um die Balance. Ja? Nicht nur in der Zukunft leben, weil hier oben steht ja auch, sei in der Gegenwart und träume von der Zukunft. Also da geht es darum, die goldene Mitte zu finden. Ja? Und das würde hier dann auch sehr gut zur Karte geben und nehmen passen, weil das ja auch die Balance ist. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Orakel. Also hier super tolle Tendenzen, wäre natürlich schön, wenn das auf alle zutrifft, ist aber leider Gottes nicht möglich. Deswegen hast du jetzt auch die Möglichkeit, genau diese Legung, so wie sie hier ist, für dich und deinen
Herzensmenschen zu buchen zum Sonderpreis. Ja? Wie gesagt, als Video um 20 Euro statt 30 und per Mail um 15 Euro statt 20 Euro. Alle Informationen findet ihr in der Infobox. Es ist auch wichtig, dass ihr mir angebt bei der Buchung, ob ihr einen Wunschpartner oder einen Partner habt und den Namen. Ja? Das ist wichtig, denn ich kann nicht bei sehr vielen Buchungen jedem hinterher schreiben, wie ist denn der Name oder ist es ein Wunschpartner oder Partner, ja? Das sollte dabei oder muss schon irgendwie dabei stehen, sonst kann ich die Legung nicht machen, denn ich kann hier nicht jedem Einzelnen, der jetzt hier diese Angaben nicht macht, hinterher schreiben. Das würde mir sehr viel Zeit kosten und das habe ich in der Vergangenheit so gemacht, wenn ich Aktionen gestartet habe und ich diese Informationen nicht habe, arbeite ich all diese Legungen vorher ab, wo die Informationen da sind. Habe ich diese Legungen erledigt, dann beginne ich, die Leute eben anzuschreiben und zu sagen, die und die Information brauche ich noch. Ja, das habe ich in der Vergangenheit so gemacht, das mache ich auch jetzt in Zukunft so, denn wie gesagt, wenn ich, weiß ich nicht, bei den letzten waren es 80 Buchungen, ja, und von 80 Buchungen habe ich 20 wo keine Informationen sind. Und wenn ich da jetzt 20 anschreiben muss, könnt ihr euch vorstellen, was das an Zeit verbraucht. Und dann bekomme ich natürlich immer wieder Nachrichten, ja, wann bekomme ich die Legung? Und das ist natürlich auch allen anderen gegenüber unfair, die hier wirklich auch ihre Angaben machen und die dann eben warten müssen, weil eben ich hier viel Zeit auch verbringe, Antworten zu bekommen, die ich eben für die Legung brauche. Also bitte bei der Buchung, da gibt es ein eigenes Feld, wo man Bemerkungen reinschreiben kann, bitte dann diese Angaben machen. Ja, es steht auch bei der jeweiligen Buchung dabei, welche Angaben ich brauche und es steht auch die Wartezeit dabei. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute für die kommende Woche. Das ist die Wochentendenz, ja. Bei deiner Legung, die du für dich buchst, schauen wir natürlich nicht nur auf die Woche, sondern schon auf einen längeren Zeitraum. Aber hier habe ich das eben jetzt für eine Woche ausgelegt und vorher eben auch festgelegt, ja. Es kann natürlich auch sein, dass gewisse Themen sich auch erst nach dieser Woche ereignen, ja. Aber nur damit wir auch ein bisschen eine Orientierung haben, habe ich das eben das Video so genannt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, alles Gute für die Liebe und ja, ich freue mich auf eure Buchungen und auf die nächsten Orakel. Alles Liebe, tschüss!